selbstorganisierende Systeme, wie Sie das auch sind, entziehen sich jeder Kontrolle. Sie sind nur in Echtzeit zu beobachten und kein Mensch weiß, was Sie in der nächsten Sekunde tun werden. Es gibt zwar den sogenannten Konformitätsdruck, ja, der dafür sorgt, dass wir nicht unbedingt so schnell und sofort aus der Rolle fallen, aber wirklich verlassen kann man sich nicht drauf. So, wenn aber Sie sich jeder Kontrolle entziehen und Sie nur in Echtzeit beobachtet werden können, ne, dann heißt das, es gibt keine Aussage über das zukünftige Verhalten eines solchen Systems. Und die damit entstehende Unbestimmtheit der zukünftigen Entwicklung kann zu Unsicherheit und Angst führen, und das wollen wir nicht. Wir wollen lieber Sicherheit in unserem Leben und die Kontrolle über unsere Zukunft haben. Nur sind das leider Illusionen. Aber es gibt Auswege für die Wissenschaft. Und die wird auch häufig genutzt. Das heißt, man kann versuchen, diese hochkomplexen dynamischen Systeme durch Vereinfachungen so zu reduzieren, dass sie wieder den Systemen ähneln, die wir schon kennen und die dann mit Autos oder so vergleichbar sind, also mechanistischen Systemen. Na, dann kann man endlich wieder Ursachen und Wirkungen miteinander verknüpfen und dann angeblich auch die gewünschte Kontrolle des Systems erreichen. Es ist meiner Ansicht nach immer gelogen. Ja, es gibt natürlich, wenn man einen kleinen Teil eines Systems herausgreift und den sozusagen so reduziert in den Faktoren, dass man nur noch ganz wenige Dinge davon betrachtet, kann man natürlich sagen, das ist die Ursache von dem. Aber man hat das ganze System derartig verzerrt, dass es über das Gesamtsystem wieder nichts aussagt. So, und an diesen Reduktionen komplexer Systeme beteiligen sich eben sehr viele Menschen und viele glauben auch einfach an diese Versprechen von Sicherheit und Kontrolle. Ich weiß noch, wie eine Frau bei einer Lesung von dem Buch Lebendig sein, hat sie gesagt, Regine, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss doch irgendwas dazu tun können, dass mich jemand liebt. Und sie war überhaupt nicht damit einverstanden, dass sie gesagt habe, nein, du kannst leider gar nichts tun. Selbst wenn man alle Wünsche des Gegenübers erfüllt, kann es immer noch so sein, dass die andere Person das langweilig findet. Ja, aber unsere Sicherheit, unsere Sehnsucht nach Kontrolle verführt uns immer wieder dazu, die Vielfalt und die Komplexität der bestehenden Phänomene so zu reduzieren, dass sie uns aufgrund unserer Vereinfachungen wieder als kontrollierbar erscheinen. Wir sehen bisher weder unsere Mitmenschen noch unsere Umwelt als komplexe, selbstorganisierende Systeme an. Wir denken häufig, sie seien ziemlich einfach, von uns erkennbar, durchschaubar und in ihrem Verhalten auf Ursachen und Wirkungen zurückzuführen. Ach, ich weiß doch, was du denkst. Das hast du doch nur gemacht, weil du das und das willst. Na und so weiter, diese ganzen Interpretationen. Wenn Sie nachfragen würden, dann würden Sie feststellen, dass es häufig anders ist.